So, ich weiß nicht, was genau da bei Thunder Liger gegen Petey Williams passiert ist. Ich hatte das Spiel auf normal gestellt. Vielleicht habe ich beim Controller weglegen aus Versehen, bin ich mit den hinteren Tasten draufgekommen, dass es auf schnell gewechselt hat. Beabsichtigt war das nicht. Es ist auch scheißegal, meine lieben Freunde. Gab's halt mal ein schnelles Match beim Pay-Per-View, bringt uns nicht um. Petey Williams hat seine Rematch-Klausel ja eh noch. Und dann kann er sich auch gerne in einem längeren Match beweisen. Fakt ist auf jeden Fall, wir kommen zum Match Nummer 4, meine lieben Freunde. Nämlich John Cena gegen Roman Reigns gegen JBL. Und das ist ein Triple Threat Match, wo es tatsächlich um einen Title Spot geht, meine lieben Freunde. Denn der Sieger dieses Matches wird in einer der Wochenshows Shawn Michaels herausfordern dürfen. Die Frage ist, wer wird gewinnen? Ihr dürft voten, meine lieben Freunde. Ausrufezeichen Vote 1 für John Cena, 2 für Roman Reigns und 3 für JBL. Und ich werde meinen Tipp abgeben. Auf einem Papier, auf dem ich wahrscheinlich wieder nicht schreiben kann. So, mein Tipp ist abgegeben. Mal sehen, was die anderen Jungs sagen. Hier geht es, wie gesagt, um diesen Number One Contender Spot. Es ist ein ganz normales Triple Threat Match zwischen John Cena, der überzeugt hat, einem JBL, der getötet hat, und einem Roman Reigns, der Shawn Michaels schon mal besiegt hat. Zumindest in der Wochenshow. Also kann hier quasi alles passieren. Und will jetzt natürlich erstmal sehen, what's going on. So, ich schau mal, was die anderen sagen. So, ich habe meinen Tipp schon abgegeben, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher bei diesem Ausgang des Matches. Ihr seid euch auch ziemlich sicher, scheinbar. Okay. So, Chris sagt Roman Reigns, Freddy sagt John Cena. Die Community sagt JBL. Und zwar doch recht deutlich, muss ich das einfach mal sagen. JBL scheint klar zu gewinnen, danach käme Roman Reigns und danach John Cena. Das bedeutet, die Community tippt schon mal anders als Freddy und Chris. Die Frage ist jetzt natürlich für euch, was tippt der Wolf? Und der Wolf tippt John Cena. Auch wenn er mich im Fatal 4-Way enttäuscht hat und den Sieg nicht geholt hat, weil JBL so getötet hat, glaube ich nicht, dass JBL das nochmal macht. Nein. Glaube ich einfach nicht. Ne? Ganz einfach. Ich würde sagen, wir gucken uns dieses Match an. Triple Threat Match zwischen JBL, John Cena und Roman Reigns um einen Number One Contender Spot für einen Wochenshow-Spot bei Raw, WWE, SmackDown, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich sag tschüss und vielen Spaß mit diesem Match. Und ab die Post. Das Match wird angeläutet und John Cena und Roman Reigns wollen sich erstmal auf die Fresse hauen. Roman Reigns mit dem Russian Leg Sweep. Und beide gehen jetzt auf Roman Reigns, beziehungsweise John Cena wirft ihn erstmal. Oh, Shoulder First gegen den Ringposten und das tut natürlich auch einem Roman Reigns weh. Und da kommt die LU-Bomb. John Cena hat aber Interesse. Alter Verwalter. Wolf tippt Cena, verkaufst du dich wirklich schon für einen Punkt? Ja. Denn ich will ja gegen euch gewinnen. Deswegen muss ich tippen. Na, ich tippe ja nicht, was ich mir wünsche, sondern ich tippe, was es werden wird. Dementsprechend. Und am ehesten sehen würde ich keine Ahnung, was will ich eigentlich sehen? Shawn Michaels gegen JBL? Ich weiß es nicht. Eigentlich würde sogar mir Shawn Michaels gegen John Cena sogar tatsächlich am besten gefallen. Wobei ich nur ein bisschen Bedenken habe, dass der Jobber Shawn Michaels gegen John Cena das Ding dann leicht aus der Hand geben wird und wir John Cena als World Champ haben. Double DDT gegen JBL. Und das wäre dann first time ever, dass John Cena ein World Title bei uns ever irgendwo hat. Ne? Um das mal auf den Punkt zu bringen. Da bin ich sehr gespannt. Aber erstmal muss hier was passieren. Am Ende wird's vielleicht ja auch Roman Reigns, wie der Chris sagt. Alles kann passieren, meine lieben Freunde. Fall Away Slam
von Roman Reigns, aber sofort ist JBL zur Stelle. JBL hat Chris Jericho so dermaßen umgebracht im letzten Match. Und auch hier ist es ein Match, wo er theoretisch wieder Waffen benutzen könnte. Denn er hat ja angefangen mit dem, mit den Steel Steps. Und ja, JBL kommentiert immer noch sein eigenes Match. Und das wird sich auch nicht ändern. Warum sich 2K darüber keine Gedanken gemacht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie halt nicht für jedes JBL-Match die Kommentatoren extra so skripten konnten, dass man JBL nicht hört, logischerweise. Anders macht das überhaupt gar keinen Sinn, wa? So, und was für ein Slam von John Cena. Ja, noch so wirklich sticht keiner heraus. Also es ist noch nicht die Killing Machine, die wir von JBL bisher gesehen haben. Das Cover geht natürlich nur bis 2. Das wäre jetzt auch sehr schwach gewesen. Alleine, dass Roman Reigns hier überhaupt... Okay, und der Referee kickt erstmal den Baseballschläger weg. Ich finde im Übrigen Baseballschläger auch so eine so langweilige Kackwaffe, ohne Witz. Da hätten sie echt mal kreativere Waffen unter dem Ring verstauen können. Dann weder Sledgehammer. Ja gut, Sledgehammer macht halt Sinn. Aber Baseballschläger, Stuhl und nochmal Stuhl finde ich eine sehr schwache Auswahl. Bei Extreme Rules ist das anders, aber kann ja nicht sein, dass nur bei Extreme Rules interessantere Waffen sind. Ja, ganz ehrlich, dann lieber eine Mülltonne oder Mülldeckel als so einen verdammten Baseballschläger. Das finde ich todlangweilig. So, John Cena hier mit dem Armdrag. Und JBL nutzt die Chance. Oh, für einen sensationellen Backbreaker. Ja, oder wenn der Baseballschläger wenigstens noch eine ordentliche Animation hätte, das ist auch so eine Sache. Der Stuhl ist ja mega, mega animiert. Das habe ich ja im Career-Modus schon gesagt, dass der wahnsinnig gut gemacht ist, toll getroffen ist. Aber das ist natürlich ein bisschen schwach. Oder bring den Candlestick zurück. Weißt du, Candlestick, das ist auch allemal besser als ein Baseballschläger. Ja. Es ist halt so. So, JBL hängt jetzt hier bei den Fans. Und John Cena will das eigentlich ausnutzen, aber Roman Reigns will einfach alle zu kaputt schlagen. Der nimmt sich hier ein Beispiel. Meine lieben Freunde. Aber JBL sieht schon ehrlich gesagt nicht gesund aus, wenn ich mir mal so ansehe, wie sein Körper schon rot ist. So, was macht Roman Reigns jetzt? Schlägt er weiter einfach nur wild um sich? Nee, John Cena will jetzt Roman Reigns, dass er mal ruhiger wird. Oh, was eine Linke von John Cena. Das ist kein False Count Anywhere Match, meine lieben Freunde. Also, hier ist nicht anything possible. Und jetzt rastet Cena aus. Was geht denn mit Cena ab? Ja, den Candlestick gibt es, aber wie gesagt, nur in den Extreme Rules Matches. Das ist es halt. Wo wir halt eben beim Thema wären. In den normalen Matches sind die Standardwaffen einfach scheiße langweilig. Ja, zweimal Stuhl alleine auch schon. Obwohl der ja auch schon draußen bei Lillian Garcia zum Beispiel zu nehmen ist. Ne? Das sind halt einfach so Sachen, die mich halt ein bisschen nerven. Aber ansonsten ist es nicht weiter tragisch. Ne? Wenn ich ein Hardcore-Match haben will an sich, dann mache ich ja eh Extreme Rules. Aber gerade bei so Triple Threat Matches, da hast du halt immer, wenn sie zu den Waffen greifen, ein bisschen langweiligere Action, verstehst du? Aber das war schon. Wow, war das der Spear? War das Reigns Spear? Das kann er jetzt überhaupt gar nicht gesehen. Die drei Alter, gut, Reigns sollte ihn gerade hochheben. Cena hat da was dagegen. Elbow gibt's noch in Nacken. Also von JBL ist nichts zu sehen. Von dem, was wir bisher gesehen haben beim letzten Mal gegen Chris Jericho. Also hier ist gar nichts davon zu sehen. Oh, und Cena Death Press, beziehungsweise Cena Press. Da macht er den Stone Cold, da macht er den Lou. Was geht denn hier ab? Also ich glaube, die prügeln sich einfach ekelhaft. Also hauptsächlich prügeln sich nur draußen, ey. Und jetzt kommt JBL hier mit dem Axe-Handle einfach auf den Rücken. Da wird erstmal ein Foto gemacht. Schon geil.
Und Roman Reigns ballert alle um. Ja, schau mal, der haut nur drauf. Der sagt kaputt schlagen. Der denkt sich, ja, aber der Elsterglanz kann ich auch. Roman Reigns rastet aus. Er prügelt einfach alle. Der Throw Thrust, der nur Fäuste verteilt, der Junge. Ja, Secondary, das ist ja hier mehr ein Brawl als ein Match. Tja, für Light Tubes musst du Wrestling Empire spielen. Das wird wohl nie wieder passieren. Irgendwo. Ever. So, Stachel, Baseballschläger mit Stacheldraht, a.k.a. Barbie. Das gab's wann? SmackDown vs. Raw 2006 oder so? Da gab's es ja tatsächlich. Aber es gibt's auch schon ewig nicht mehr. Also, waffentechnisch ist das eh alles schwach geworden. Aber es ist halt PG, ne? Was erwartet da? Es ist halt PG. Von dem her ist es eigentlich auch sinnlos, sich drüber aufzuregen. Wir können froh sein, dass in dem Spiel überhaupt Blut ist. Und Blut scheint ja auch nur durch diesen einen Apron-Dropkick zu proggen. Und ich... Und in die Fans, jawohl. Und ich habe mich immer gewundert, warum zum Teufel ich nie Blut sehe in diesem Spiel. Jetzt weiß ich warum. Weil es nur mit dem Apron DDT klappt. So, oh, ah, das war er hier, dieses Superman-Clothesline oder was. Hauptsache, Roman Reigns sieht wirklich mit beiden an. Interessant ist aber wirklich die Tatsache, dass sie sich nur draußen prügeln. Euch ist klar, es ist kein Fall Scout Anywhere-Match, oder? Also der Pinfall oder die Submission kann nicht außerhalb des Rings vollzogen werden. Und JBL kann absolut nicht da anknüpfen. Scheinbar hat Chris Jericho einfach nicht wirklich ins Match gefunden. Hier hat er doch etwas härtere Gegner. Oh, knallt jetzt aber hier brutal an den Ringpfosten. Das hat er. Das war das Anfang vom Ende für Chris Jericho, was JBL da gemacht hat. Okay, das ist natürlich nochmal ein heftiger Move. Oh, yo! Was soll man JBL machen wollte? Roman Reigns kontert ihn in Samoan Drop. Und jetzt sind beide auf JBL. Sie haben das Match natürlich gesehen gegen Chris Jericho. Sie wissen natürlich, wie gefährlich der Mann ist. Sie wissen es. Deswegen wird er hier eiskalt isoliert. John Cena und Roman Reigns machen das richtig gut. Wird also sich irgendwie zwischen John Cena und Roman Reigns scheinbar entscheiden. Jetzt liegt allerdings JBL im Weg. Trotzdem, zurück in den Ring. Wäre doch mal cool, wenn wir wieder In-Ring-Action sehen. Aber ich glaube, Roman Reigns hat eher Bock drauf, dass sie sich draußen prügeln ohne Ende. Oh, 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 JBL, ja, mit dem Boston Crab, das bringt doch nichts. Zweimal Blut in my career? Was laberst denn du? Wir hatten nicht einmal Blut in my career. Und heute hatten wir es zweimal nach dem Dropkick. Was willst du denn? So, was ist jetzt hier? JBL, räum dich doch mal beiseite. Sag mal, wie sieht denn das aus hier, JBL und JBL? So, was macht Roman Reigns jetzt noch? Der Mann ist vollkommen OP, so wie mir das scheint. Machen wir doch erstmal ein Bierli auf, oder? So, Prosit. Hm, guck mal. Das Match ist ja draußen jetzt noch so ein bisschen unspannend, deswegen sage ich Prosit. So. Und fast durch den Kommentatorentisch. So, JBL guckt sich das Ganze jetzt von außen an. Haha, welchen JBL meine ich wohl? Was wird das jetzt? Ah, wieder so ein Backbreaker. Sag mal, warum wollt ihr euch denn nur draußen prügeln? Euch ist klar, dass das Match dann niemals zu Ende geht, oder? Oh, geht das wieder los, die Ringtreppe. Ach so, von und zu. Gestern noch nicht, aber heute geht's, oder was? Nice. Ja, JBL ist schwach, also euer Tipp enttäuscht ein bisschen, müsste ich fast sagen. Also so... Oh, jetzt muss JBL selber die Ringtreppe fressen. So wird das nichts mit einem Title... Oh, 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 nein, nein, nein. Oh, ich dachte schon, Alter, das wird ein Fisherman Suplex auf die Ringtreppe, Mann.
Uff, das war knapp. Also, mir ist aber jetzt schon öfter aufgefallen, dass bei No-Count-Out-Matches die Computer sehr gerne draußen catchen. Ne? Und oh, Cena frisst die Stahltreppe. Alle fressen, nur Roman Reigns guckt irgendwie blöd aus der Wäsche. Und da ist er zu JBL, jawohl, JBL hat ihm gerade einen Elbow verpasst. Und JBL packt jetzt die Ringtreppe aus. Mit der Ringtreppe hat er Chris Jericho getötet. Tötet er jetzt? We're so excited you chose to spend your Sunday with us. Oh, yes! Und JBL knallt wieder hart auf den Hallenboden. Aber irgendwie kommt für mich nicht so das ultimative Feeling auf, da dieses Match nur außerhalb des Rings stattfindet. Und solange dieses Match sich irgendwie nicht mal langsam in den Ring verlagert, wo wirklich wenigstens ein Pinfall erzielt werden kann, dann weiß ich auch nicht so. Man sieht ja, dass die immer wieder versuchen, die Gegner in den Ring zu schmeißen, aber dadurch, dass sie jedes Mal, wenn sie schräg auf die auf den Apron zulaufen, was sie halt immer machen, weil dann knallen sie halt immer so, komisch dagegen. Man sieht ja, dass sie ihn immer wieder in den Ring werfen wollen. Aber dummerweise durch eine neue Animation, dadurch, dass man auf dem Apron klatschen kann, wenn man schräg diesen Irish Whip macht, ist das natürlich doof. Seht ihr, da knallen sie immer wieder so dagegen. Ja, der Boston Crab wird jetzt auch nicht viel bringen. Jetzt weiß ich, glaube ich, auch, warum der Universe-Modus automatisch immer False Count Anywhere gebuckt hat, weil sie genau wissen, wenn False Count Anywhere aus ist, dann ist das... Oh mein Gott! Da tippt Toss auf die Ringtreppe, alter Verwalter. Und Roman Reigns kassiert auch endlich mal. Knallt mit dem Kopf auf die Absperrung. So, was macht er jetzt? Geht jetzt mal irgendein... Komm, mach doch mal einen geraden Irish Whip. Ja! Ein gerader Irish Whip! Ich geh kaputt! Oh mein Gott, Jessica, Roman Reigns ist da draußen völlig im Arsch! Aber JBL ist schneller. Und jetzt sind wir endlich im Ring. Jetzt sind wir angekommen, jetzt hat dieses Match offiziell begonnen nach einem unfassbaren Brawl außerhalb des Rings. Oh, Tree of Woe von JBL, was hat er vor? Was hat er vor? Tritt John Cena, schnappt sich jetzt JBL, Roman Reigns, dachte jetzt kommt irgendwie die Powerbomb oder so. Aber Cena hat sich aus dem Tree of Woe befreien können und so konnte er das... Kann man unterbrechen! Schnell! Schnell Attitude Adjustment! Aber Reigns ist da. Reigns ist da und das ist jetzt vielleicht die Chance, weil JBL ist garantiert ausgenockt. Back Suplex. Na, JBL steht tatsächlich wieder, das macht er klasse. Na, Schweiß tropft ihm die Stirn runter. Cena hat die Schnauze voll! Das steht fest. Aber der Flying Shoulder Block hat nicht funktioniert. Boah, was ein Schlag sollte da eigentlich folgen. John Cena ist aber wieder schneller gewesen. Und... Yo! Oh, das ist Cena. Nein, er hat sich bei der Aktion selbst verletzt. Oh, Cena hat sich gerade bei diesem Back Suplex selbst verletzt. Das ist natürlich doof. Oh, Reigns wirft ihn einfach weg, John Cena. JBL. Mein Gott, wer wird jetzt dieses Match gewinnen? Es kann schon sein. Ja, toll. Das war die Powerbomb und Cena will ab. Herr Telford, das kann bei dir passiert sein, aber wir haben von meinem Universe und von meinem Career geredet. Und wenn ich sage, es ist im Career noch nie Blut passiert, dann sag zu mir nicht, dass ich Quatsch erzähle, weil es ist bei mir noch nie passiert. Was willst du denn von mir? So, was ist denn jetzt hier? Ihr seid irgendwie unentschlossen, oder? Und das ist super mit Punch. Nein! Cena kontert ihn aus!
Der Superman-Punch geht nicht durch. Das hätte es vielleicht sein können, weil JBL noch ziemlich angeschlagen ist. Ja, JBL, was erzählst du denn da? Cena mit dem DDT. Oh mein Gott. Jetzt, Cena ist der einzige Mann, der noch steht. Was hat Cena denn vor? Um Gottes Willen, die sind beide tot. Cover doch ein, oder beide. Okay, und Elbow Drop. Macht doch Schluss. One, two. Nein. Cena hätte, glaube ich, etwas früher covern müssen, waren einfach alle im Arsch. Oh mein Gott. Das wäre Cenas ganz große Chance gewesen. Und Roman Reigns, was hat denn Cena jetzt? Nein. Back Suplex vom Top Rope. Back Suplex vom Top Rope. Good night, JBL. Oh mein Gott. Ja, Reigns versucht jetzt wieder abzustauben. Natürlich. Ja, der Elbow war ein Zeichen zu HBK. Wenn Cena damit Schluss gemacht hätte, dann vielleicht ja. Oh, Cena mit dem Electric Chair Drop. Durch den Move hat man früher, glaube ich, sogar mal geblutet. Jetzt Cena, mach doch Schluss, die sind tot. Oder kommt jetzt nochmal? Ja, irgendwer muss doch jetzt mal. Oh, starker Konter von Roman Reigns. Oh, und da blutet er nach dem Superman Punch. Wir haben es gerade noch gesagt. Superman Punch und John Cena's bluten. JBL Pin! JBL Pin! Cena ist tot. Das ist unreal, aber nur... Oh. Oh mein Gott, das wird der Reverse Fallaway Slam. Jetzt JBL, du kannst Schluss machen. Cena ist down. JBL! One! Two! Oh. JBL hätte fast die Sensation wieder mal geschafft. Und hätte sich das Titelmatch gegen Shawn Michaels verdient. Ein sehr langes Match hier beim... Oh, Cena wieder mit dem Electric Chair Drop. Ein sehr langes Match hier beim Judgment Day, bei der Halbzeit quasi. Boah, ich habe jetzt gedacht, da kommt eine Clothesline from Hell out of nowhere und es ist vorbei. So, das war's jetzt aber. JBL ist down. One, two. Ne, wa? Ne. Again? Oh, the reversal by JBL. What does it take? Oh, und wie ist Cena blutet? Das ist der AA! One, two. Das kann nicht sein. Das ist. Da, was? Alter, wir sind Ewigkeiten in diesem Match und Roman Reigns kickt aus nach dem AA. Cena übelst wie ein Schwein am Bluten. What the hell is going on? Bereitet er sich jetzt nochmal. Was zum. Das. Das verstehe ich. Da war mir sicher, dass jetzt Cena gewinnt. Also safe, sicher. Aber der Mann blutet vor sich hin und kann Roman Reigns nicht downkriegen. Boah, da ist das Spear! Und Cena will abstauben. Ja, nee, ist klar. So, Roman Reigns macht nicht den Marufuji. Und guckt einfach nur zu, denn er weiß, hier geht's um den Titel.
Ja, ich befürchte auch, dass Roman Reigns so ein bisschen der Unsterbliche ist. Deswegen hat wahrscheinlich Chris auch auf ihn getippt, weil er wusste, der Typ ist OP. Boah, wieder so ein ekelhafter Fallaway Slam. Und jetzt ist... Jetzt goes Roman. Goes Roman. Nein. No. Macht er, versucht das trotzdem. Ich meine, Cena blutet extrem. Vielleicht reicht es. One. Two. Nein. Oh mein Gott. Das ist Kick-Out City. JBL denkt sich auch noch so. Really? What does it take? Meine Fresse, das kann doch nicht. Jetzt kommt er vorbei! Aber Cena steht. Cena steht. Yo! Werden wir den Rekord schlagen des WWE 12 Triple Threat Matches, das über eine Stunde ging? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, was hat Roman Reigns jetzt von nichts? JBL kontert es! Oha, starker Konter. Aber da ist Cena. Oh mein Gott, was hat Cena jetzt vor? Was eine Close Line. JBL ist down, die sind eigentlich alle down. Ich frage mich, wie die auskicken. Alter. Oh ja, Cena probiert es jetzt hier. Natürlich. Och, schau mal. Schau mal, die Hetze, das kann gar nicht funktionieren, weil sich der JBL einfach rausrollt. Und Cena again mit dem Electric Chair Drop. Jetzt mach doch Schluss, Cena. Das kauft dir doch keiner mehr ab, Alter. Oh, wieder der Gott von Roman Reigns. JBL kommt langsam ins Match. Alter, langsam? Yo, das ist es, wenn JBL nicht da wäre. Dieses Match könnte natürlich noch ewig gehen. Na, normalerweise gehen Triple Threats angenehm schnell eigentlich in dem Spiel. Oder haben eine angenehme, angemessene Zeit. Das ist ja nicht das erste Triple Threat, das wir haben. Oh, jetzt, jetzt. One, two. Das gibt's doch nicht. Das gibt's einfach nicht. Der DDT. Aber Reigns ist wieder da. Wer kann jetzt den nächsten Finisher durchbringen? Oh mein Gott, komm jetzt das Spear. Man covert doch einfach, die sind doch beide tot. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ach so! JBL will nochmal kurz abstauben, während sich Reigns für den Spear oder für den Superman Punch bereit macht. Und das wird jetzt nochmal diese sicke Powerbomb. Aber Cena ist sofort da. Es ist ungewöhnlich, dass sie so oft auskicken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt. Hallo, was macht JBL? Ich dachte schon, das war ein Spear, aber das war schon mal irgendein DDT-Konter oder so. Dachte, was macht JBL jetzt? Hat keinen Bock mehr. Und fucking AA Nummer 3 mit Cover. Und JBL steht daneben und denkt sich auch noch so. Nope. Das nenne ich mal Number One Contender Match, ey. Das nenne ich mal Number One Contender Match. Heilige. Irgendwann bleibt einer richtig lange liegen und dann ist es die Chance. Ich weiß nicht, ob jetzt so ein Gutbuster zum Sieg reicht. One, two. Oh. Ich dachte jetzt, ich könnte es keinem verübeln, wenn er nach einem verfickten Schlag liegen bleibt. Ich könnte es wirklich verstehen. Jedes Finish ist ein glaubwürdiges Finish bei diesem Match. Dieses Match kratzt gleich an der halben Stunde Marke. Gottes Willen, ey. Oh, jetzt noch klar. Roman Reigns auf dem Top Rope. Mit dem Elbow Drop. Aber da steht JBL wieder. Und JBL schnappt sich Cena direkt. Oh, und will ihm die Beine ausreißen. Referee ist scheinbar auch down. Oder hängt komisch in den Seilen. Was auch immer was. Alter, der Cena, ey, der schön dickflüssig läuft's darunter.
Die, schon mal, die bleiben doch ehrlich gesagt nach einem normalen Tritt schon ewig liegen, ey. Ich befürchte auch, dass der Sieger dieses Matches Michaels irgendwie töten wird. Um Himmels Willen! Also, ich setze es im Übrigen jetzt mal an, ne? Wenn dieses Match... Ja, schön wäre es, wenn er länger mal unconscious wäre. Wenn dieses Match noch länger als 5 Minuten geht, wird es in einem 30 Minuten Time Limit Draw enden. Und wir werden ein Fatal 4-Way Match unter dem Titel kriegen. Um mal ganz kurz eine Ansage zu bringen. Und was hat John Cena denn jetzt vor? Cena holt sich den Sledgehammer. Der sieht, eine normale Aktion führen hier nicht mehr zum Erfolg. Jetzt aber, was ist hier? Um Himmels Willen, oh, Cena muss jetzt an den Ringpfosten. Keiner wird... Stark von JBL, stark gemacht. Schön den Arm brechen jetzt am besten. Du, das letzte Fatal 4-Way Match ging keine 10 Minuten, also ich weiß nicht, was ihr habt. Das letzte Triple Threat Match ging auch keine 10 Minuten, also ich weiß nicht, was hier los ist, ey. Cena, ah, guck mal, JBL hat auch schon Blut an der Hand vom lauter Cena bashen. Ja, JBL, what's he gonna do now? Finish wäre geil. Weil ganz ehrlich, das Match wird immer schlechter, je länger es geht. Man nennt sowas Overkill. Ja. Ist ja an sich keine schlechte Idee. Aufbau des Matches gewesen mit dem langen Brawl draußen. Und dann, aber das dauert jetzt mindestens schon 2 Finisher zu lang. Oh, Suplex. Schau mal, sogar Roman Reigns. Sollte das der Superman-Punch werden? Oh! Okay, jetzt lasse ich mal weg. Und jetzt kommt die Powerbomb von John Cena mit Cover, aber JBL steht wieder. Ende dieses Match im 30-Minute-Time-Limit-Draw. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann wir angefangen haben. Ich weiß nicht, ob es wirklich schon genau 30 Minuten sind. Aber nachdem ich den Tipp von Chris und Freddy um 22.44 Uhr bekommen habe und wir jetzt 23.15 Uhr haben, ne, würde ich fast behaupten, wir haben die halbe Stunde Marke gleich geknackt. Aber vielleicht ist es jetzt auch vorbei nach dem Belly-to-Belly-Slam. 1, 2, 3! Das Match endet nicht im Time-Limit-Draw! Noch 30 Sekunden schreibt Freddy in den Chat und boom, John Cena holt sich den Sieg. Holy shit. Wow. Kein Time Limit Draw, ganz knapp vor den 30 Minuten gibt es tatsächlich einen Sieger. Und wer hätte das gedacht? Ausgerechnet Roman Reigns wird gepinnt, oder? 80 Millionen Highlights, wir werden sie skippen. John Cena, oh, da läuft ein bisschen Blut runter. Da läuft ein bisschen Blut runter, dass ich das mal erleben darf. In der Zwischensequenz und plötzlich fängt... Okay, und offene Platzwunde, abgestochene Schweinchen. Geil! Holy shit! John Cena ist neuer Number One Contender. Das Match ging 29 Minuten 51 Sekunden. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz, Freunde. Das ist kein Scherz. Ich habe gesagt, wir machen eine halbe Stunde 30 Minuten Time Limit Draw. Der Pinfall kam... 29 Minuten, 51 Sekunden. Das ist kein Witz. Das Cena-Finish. Alter.